Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Resident Evil Revelation 2, wo wir jetzt einsteigen in die Fabrik. Ich denke, das wird jetzt ein richtig großes Kapitel und wir starten einfach mal direkt durch. Ich habe hier meine Uzi aufgezündet, oder je nachdem, ob es eine Uzi ist, ich habe keine Ahnung. So. Ach du ja, ein Schubkacher ist hier, der ziemlich zerstört ist. Wie mache ich nochmal das auf mit... Okay, der geht nicht auf. Zielen auf jeden Fall. Zielen muss sein. Hier ist nichts. Mit Moira sehe ich auch als diese kleinen Dinger, ne? Also da war ja irgendwas. Das sind ja alles immer so diese Bonuspunkte da. Dann kann ich auch so zielen, genau. Also, Claire, warum würde der Boss hierher kommen? Weiß nicht. Neil hat seine Schulden im Kopf. Maschinenpistolenmunition, die nimmt mal Claire wieder mit. Und wir gehen wieder mit Moira und gucken uns das ganze Sache hier an. Oh, da hat sich was bewegt. Okay, ist nix. Gut. Ich dachte nur, da ist irgendwas. So, und dann geht's auch hier durch. Okay, Videosequenz. Die Tür ist zu. Warum ist die Tür zu? Okay. Keine Ahnung. Was ist das? Erweiterungstasche? Moira. Cool. Wie viel Platz hat jetzt Moira? Kann man das jetzt irgendwie sehen? Ah, okay. Moira hat jetzt auch zwei Reihen anscheinend. Oder für was waren jetzt die Erweiterungstasche? Weiß. War das jetzt für... Ach, hier sieht man auch die Rezepte, okay. Köderflasche kann man hier machen. Sonst ist hier auch gar nichts. Sorry, falls ich mich ein bisschen hier so, also mit meinem Hals, weil mein Hals tut ein bisschen weh. Ganz wenig. Aber ist alles okay. Also ist auch nur wegen der Abendsroute immer so, dass ich hier meistens normalerweise nie Lust habe, mehr aufzunehmen abends. Aber Resident Evil muss man halt abends aufnehmen. Das ist Pflicht bei sowas. Und ich habe hier auch gerade eben was gesehen. Jawohl. Ein Saphir. Okay, hier geht's aber auch nicht. Willkommen im Kirling, wo alles sein Ende findet. Die schon wieder. Wo alles sein Ende findet? Jetzt hätte sie überall Augen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sei vorsichtig. Hier ist rot. Was ist das? Das gehört Neil. Sieh, Prometheus, der für den Götterraub an einen Felsen gefesselt wurde. Sehr schön. Wo ist Neil? Können wir das trotzdem hier mitnehmen? Wir müssen uns beeilen. Neil braucht mich. Er braucht dich? Ich denke, Moira braucht ihn auch. Suchen wir drin. Und hier ist eine Kiste. So, dann können wir jetzt mal wieder schauen, wie das hier funktioniert. Ich habe, glaube ich, Vibration an, oder? Ah, fast. Okay. Wenn das rot werden sollte, dann okay, da haben wir das erste. Ah, ne, ist nur eins gewesen. Okay. Maschinenpistolenmunitionshalter, sehr gut. Wir nehmen auch alles mit, was wir kriegen können. So, wir wechseln wieder zu Claire. Ich glaube nämlich, dass wir hier nichts mehr holen können. Aber können wir das hier nicht mitnehmen, das Kärtchen hier, was hier so
Oh nein, jetzt blinkt es nicht mehr, okay. Wir müssen jetzt anscheinend hier rein. Und dann geht es zum Schluss hier rein anscheinend. Also dann öffnet sich das letzte da drüben. Erlaubt, dann gehen wir mal in diese schöne Fabrik. Oh, wow, 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 wow. Das sieht nicht gut aus. Können wir da durch? Nein, können wir nicht. Aber hier ist auch wieder so ein Tisch, wo wir ausrüsten können. Gut, haben wir... wir müssen mal kurz... Haben wir das hier übergeben? Ich weiß es jetzt gar nicht. Moira hatte das. Moira? Ne, nur mit Claire können wir das hier machen. Gut, dann haben wir eigentlich gar nichts. Wir haben nur Munitionshalter bekommen. Ich denke, dass wir da ein bisschen mehr Munition tragen können. Ich weiß es einfach nicht mehr. Hier haben wir auch schon die ganzen Sachen drin. Die ist aber, die Uzi ist nicht verstärkt worden. Ich mach die Uzi mal. Ich mach die Uzi mal hier rein. Also die ganzen. Die ganzen Sachen hier rein auf jeden Fall. Dass sie ein bisschen stärker ist. Weil die benutzen wir ja auch. So, wir gehen hier durch. Wir gehen jetzt hier durch. Oh je. Was ist hier? Ist hier irgendwas? So eine Art Kühlfach oder irgendwas für Fleisch, ja. So ein Kühlsystem. Sieht nicht gut aus. Und hier waren mal ein paar Leute gesessen wahrscheinlich. Es ist aber alles irgendwie kaputt gegangen. Gut. Oh, wow, was ist das? Das sieht mir aus wie so ein Bosskampf oder irgendwas. Доброе утро, товарищ. Этот светлый день предвещает светлое будущее. Опохмелитесь, помойте руки и в столовую. Verarbeitungsanlage Schlüssel, okay, da brauchen wir irgendeinen Schlüssel. Ich glaube, dass da irgendwo einer rauskommt jetzt. Okay, haben wir ein bisschen Stoff. Hier ist nichts und hier ist auch nichts, okay. Ich dachte eben, dass hier irgendwas sein könnte. Gut, hier ist überhaupt nichts. Wenn wir jetzt da hochgehen, geht es glaube ich weiter. Wir schauen uns aber erstmal komplett um. Oh, ich habe was gehört. Oh, da ist einer, der sich... Der ist down, sehr gut. Haben wir sonst hier irgendwas, was wir aufnehmen? Wieso ist der wieder... Okay, krass, der war noch nicht tot. Gut, können wir hier durch? Ne, können wir natürlich nicht. Hier war nur ein Monster drin mit einer Chemikalie. Können wir die Chemikalie mit dem Stoff verbinden? Geht das? Oder wir geben alles mal Moira, also das, was wir nicht gebrauchen können. Moira tut dann einfach mal die Sachen hier kombinieren, ob irgendwas zu kombinieren ist. Ist zu kombinieren mit Heilkraut, gut. So, dann haben wir Verbandsmittel haben wir, Desinfektionsmittel und wir haben auch Schießpulver und alles andere. Das können wir auch mal übergeben und dann können wir wahrscheinlich noch was kombinieren. Stoffmäßig irgendwas? Nein, okay. Dann behalten wir mal die Sachen. Wir können da vielleicht noch irgendwelche andere Sachen draus machen. So, die Fabrik ist auf jeden Fall was ganz Großartiges. Wo kommen wir denn hier entlang? Da ist noch eine leere Flasche, nehmen wir mit. Verarbeitungsanlage Schlüssel. Okay, dann können wir ja nur noch hoch. Wir können nur noch hoch. Ich hoffe, dass da oben nichts Schlimmes auf uns wartet. Oh. Der hat's nicht mehr lange mitgemacht. Was ist das? Ein Retina-Scanner in einer Fabrik?
Verdammt nochmal! Das Ding lässt uns nicht durch. Was bedeutet, wir brauchen den Augapfel von jemandem. Hurra! Retina-Scan, okay. Da ist auch nichts Gescheites. Da ist auch alles. Da ist überhaupt nichts. Hier ist auch nochmal eine Dusche mit Türen. Oh, da ist ein Monster. Okay, der Verwandlung gemacht. Und explodiert. Sehr gut. So, sonst ist hier eigentlich gar nichts mehr. So, hier ist nichts. Und hier ist auch nichts mehr. Gut. Das haben wir geklärt. So. Und jetzt gehen wir da entlang. Oh, wow, wow. Ich habe irgendwie Ketten gehört. Das hört sich nicht gut an. Von der anderen Seite verschlossen. Oh, natürlich musste die Fabrik eine abgefuckte Fabrik sein. Hier ist auch nochmal so ein Sprechanlagen-Dings wahrscheinlich. Und dann hier kommen wir durch. Lea, schau die Decke. Oh, shit. Künstliches Auge. You should just accept your death. Look, okay, ja. Wie kommen wir hier raus? Müssen wir uns dann wieder drehen und dann da raus oder wie ist das? Oh shit. Schlüssel im Schnabel. Wir müssen ihn losbekommen. Verdammt, hat keinen Zweck. Er ist stabiler, als er aussieht. Schnell raus, 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 raus. Oh shit, ich habe gar keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Oh mein Gott, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wofür soll ich den Schlüssel denn hinmachen? Wo soll ich den Schlüssel denn, okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Lea? Haben wir irgendwo hier eine Tür oder irgendwas, wo wir aufschließen können? Hier, also der geht kaputt, sobald die Decke unten ist, aber die Tür bleibt trotzdem zu. Das künstliche Auge brauchen wir halt. Das Problem ist, wo kann ich den Schlüssel hier einfügen? Gut. Da werden wir ein bisschen rumprobieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier in dieser schlimmen Szene in der nächsten Folge halt, weil ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Weil wenn ich den Augen ab, das künstliche Auge jetzt nehme, dann beginnt die Decke runter zu fahren und der Schlüssel geht halt nur ab, wenn die Decke hier runterbricht anscheinend. Sieh mal da, er hat einen Schlüssel im Schnabel. Wir müssen ihn losbekommen. Ja okay, losbekommen, aber mit was? Können wir das irgendwie wegballern? Mit... Verdammt, hat keinen Zweck. Er ist stabiler, als er aussieht. Ja, da muss die Decke durchbrechen, okay. Aber wo soll ich denn rausgehen, wenn ich den Schlüssel habe? Weil die Tür ist ja dauerhaft zu.
Ich habe keinen blassen Schimmer, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier. Bei diesem komischen Event bei den Stacheln halt. Bis dahin, macht's gut und ich hoffe, ich krieg das hin in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.